Und damit hallo und zurück auf den Crazy Dudes Kanal. Ich bin der Nick Fried und heute spielen wir Metele al Ordenador, zu Deutsch PC zerstören. Und ich dachte, das wäre doch mal ein witziges Spiel für zwischendurch. Wir gehen hier auf Play. Hallo. Und dann gehen wir nochmal auf Play. Und dann sehen wir hier, wie irgendjemand irgendwas schreibt, das speichern will. Und dann Error de se perdan todos, ja, wer Spanisch kann, ist klar im Vorteil. Auf jeden Fall ist unser Computer hier im Arsch. Und wir haben eine Faust zur Verfügung und zerstören ihn jetzt einfach. Wir können hier draufhauen. Hier, das nehme ich an, sind unsere Schläge und das sind unsere totalen Schläge, wie auch immer. Auf jeden Fall hauen wir zuerst den Monitor kaputt. Ja, dann vielleicht den hier oben rechts. Ich finde das sehr schön, weil wie oft wünscht man sich das, dass man das auch mal machen könnte in echt hier auf seinen scheiß Computer hauen. Die Maus muss penetriert werden, bis die Innereien hervorquellen. Da muss man schon wirklich sehr komisch veranlagt sein, wenn man das hier gerne macht, aber ich bin komisch veranlagt und ich finde das total spannend. So, jetzt haben wir schon 100, 200 Klicks und die Scheißkiste ist immer noch nicht kaputt. Also man sieht schon, wie robust einfach so ein Kackteil hier auch einfach ist. Also, wenn ihr mal euren PC zerstören wollt, ruft mich an, ich mache das gerne. Ich brauche auch nur 200, 300 Schläge, wenn es hochkommt. Oh, das raucht da schon. Das sieht auch so ein bisschen aus, als würde er sich gerade einen runterholen hier von der Bewegung. Oh ja, 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 schleck mal, schleck mal. Dann ist er jetzt schon ganz kaputt, oder was? Es scheint so, dass der hier schon ganz kaputt ist. Naja, wie dem auch sei, ein kleiner Ausflug in die Welt des Zerstörens, des Tollen. Wütend und das kaputt machen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Exkursion gefallen. Mit nur 374 Schlägen ist ja auch nicht ganz so viel, nicht? Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das nächste Mal machen wir auch wieder was Vernünftiges. Bis dahin, liebe Freunde, bleibt dran, haut rein, macht's gut, ach was, macht's besser in diesem Sinne. Tschüss, ciao.